So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA 21. Wir machen heute weiter mit der Meckerei unserer Spieler. Und zwar, du spielst aber auch, mein Freund. Und du spielst regelmäßig, Coutinho. Nur so nebenbei. So. Nun gut, also Gosens, der scheint wohl so ein bisschen seine Probleme zu haben auf der Seite. Ich probiere es jetzt tatsächlich mal mit Coutinho auf der Außenbahn. So, also wie gesagt, Hertha BSC Berlin ist der nächste Gegner. Da wollen wir natürlich auch wieder triumphieren. Auch wenn es dieses Mal gegen Werder nur ganz, ganz knapp war. Und das ist, wie gesagt, der letzte Gegner, letzte Spieltag des Jahres 2024. Also, auf geht's. So, dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier. Genau. Es könnte ein absolutes Klasse-Spiel werden. Zwei Teams, die alles geben werden. Zwei Teams, die heute gewinnen wollen. Bleiben Sie dran. Wir melden uns live aus dem Olympiastadion. Silke Schwertfeger an Ihrem Auto. So, geht jetzt sofort los. Ins Match. Letzter Spieltag der Hinrunde, wie gesagt, hätte ein bisschen Willen. Zu dieser heutigen Partie begrüßen, liebe Fußballfans. Hier im verschneiten Olympiastadion. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Hertha BSC gegen Schalke 04. Ich kann mich an ein Ligaspiel, also Wolf. Beide wissen, worum es geht. Gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Coutinho, heute mal in der Startelf für Gosens. Jetzt ist Coutinho mal über die Außen und Tor für die Schalker. Da hat sich das Ding reinbeinhaut. Fünfte Minute. Schon das frühe 1-0. Ich glaube, das ist selber gerade so ein bisschen. Und Coutinho will ja ein bisschen was zeigen. Da sieht er nicht gut aus. Der versenkt den Ball im eigenen Netz. Aua. Na, eigentlich hat das der Keeper klar. Ja, es war ein klares Eigentor. Also der Keeper haut ihn ein bisschen nach vorne. Ja, er kann da nichts machen. Also die Schalker führen dazu. Das war sogar ein Eigentor vom Keeper. Nehme ich mit, so eine frühe Führung, gerne. Was ich eigentlich gerade angesetzt wurde, ich gab's mal vor, meine erste Bundesliga-Saison war das vor 2 Jahren, da bin ich mal gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Spielen entwickelt. Also ganz ehrlich, hoffentlich bleibt es spannend. Da haben wir nämlich beide Spiele in Berlin tatsächlich verloren. Also sowohl bei Hertha als auch bei Union. Und am Ende waren so 3 Punkte Rückstand auf die Bayern als Meister. Sonst wären wir sogar tatsächlich mit dem Durchmaß mal 3 Mal hintereinander Meister geworden. In der 4. Saison klappt das mit dem ersten Titel. Wir sind in Saison 5, sind wieder Tabellenführer und da will ich auch weiter bleiben. Nee. Guter Vorstoß da jetzt. Jetzt aber. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Es gibt Neuigkeiten zum Spiel in der WWK. Ja, ist ein bisschen zu einfach. Rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für den FC Augsburg. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind 14 Minuten. Vielen Dank. Schade, ich dachte es. Da trennt er ihn fair vom Ball. Lucas Alario. Na, ah, der hätte da der Außenspieler, der rechts aus dem Marco Richter, glaube ich, war es, hätte tatsächlich durchlaufen müssen. Der nächste Pass habe ich auch irgendjemanden gekriegt. Leo. Nein, kein Fall. Und jetzt gibt es eine Ecke. Ecke Berlin dafür. Was sagst du zu dem Wetter? Bist du gut genug angezogen? Der Torwart geht da gar kein Risiko. Dicke Chance der Hertha. Ärger.
Boah, Alter. Einwurf für die Berliner. Hertha BSC tut hier in den letzten Spielminuten deutlich mehr für die Partie. Das ja, die liegen halt nur ziemlich unglücklich zurück durch das Eigentor. Naja. Lucas Alario. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Konter kommt. Coutinho. Aktion läuft weiter. Nach wie vor gefährlich. Schalke macht hoch. Da hat er die Chance. Abseits. Leck mich doch, Alter. Aber auch gut gehalten vom Keeper dort. Gut ausgespielt dort. Ach komm schon, Alter, du feist. Ich grätsch nur ein bisschen im Schnee und trotzdem feist du Elfer. Okay, nee, also Rücknahme. Ich dachte, ich hätte nicht erwischt, aber. Oh, und schon wieder verschossen. Greenwood, der Top-Torjäger der Hertha, verschießt. Huh, Glück gehabt. Ja, der Ball kommt. Eigentlich war es anders geplant. Coutinho, der hat den Elfer verursacht gegen Odriozola. Den dreht der ein. Dann hat er die Bahn frei und haut das Ding um. Mal kurz in den Knick. Ja, der dreht jetzt ein bisschen auf. Der will auch ein bisschen aufdrehen. Der muss ja ein bisschen was zeigen gerade. Weil Hazard ja im Winter kommt. Ja, verursacht den Elfmeter, den Gewinn und verschießt und dann quasi im Gegenzug erzielt das 2-0. Und auch am 1-0 war er damit dran, weil er hat nämlich die Flanke geschlagen, bevor es das Eigentor gab. Ja, Herr Tana Torhüter, dritter Saisontor übrigens, jetzt für Felipe Coutinho. So hat er sich das gehofft. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. So, jetzt haben wir zumindest mal das zweite Tor gemacht, das haben wir nämlich gegen die Bayern verpasst, da war eigentlich in der ersten Halbzeit alles so weit im Griff. Tyler Adams. Aber gut, okay. Ist halt jetzt passiert. Hertha, Bremen konnte man dann schlagen. Hertha haben wir jetzt gerade so ein bisschen in Zahlen gezogen. Wieder durch dieses 2-0. 60 Sekunden gibt's noch. Arnold. Mal über die Seite. Oder Alaba, der auch, der den mal kurz stellt. Alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. So, also, Halbzeit 2-0. Schalke kann zufrieden sein mit der bisherigen Leistung, soll aus Sicht von Königsblau natürlich auch so weitergehen. Ja, definitiv. Und das macht er schlecht, da der Spieler. Ja, zweimal wieder der Fünfer. Auch Marco Richter hat momentan so gerade seine Probleme auf der Seite, der kommt nämlich auch nicht wirklich da vorbei. Raphael Leao. Aber der mit einem absoluten Fehlpass. Können die Schalker das irgendwie bestrafen? Das könnte eine Karte geben, würde es aber nicht. Nee, jawohl, Karte gibt es nicht. 3-0. 3-0. Es dürfte Maxi Arnold gewesen sein, der es jetzt gemacht hat. Ja. 0-3 in 53. Spielminute. Tor für Schalke. Ja, Richter, der macht da mit den beiden Verteidigern, was er will. Arnold legt das Ding hinten ins lange Eck. Tor Nummer 2 für ihn in dieser Saison. Sandro Tonali. So. Und Hertha ist ja eigentlich ein Team, was da oben mit drin steht, ne? Die sind ja mein Fünfter. Die sind ja von den Bayern noch überholt worden nach dem Spiel. Leicht ein Tick zu spät. Gleich wird hier ausgewechselt.
Ja, schade. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für Hertha BSC. Dann geht es zu Hause gegen den Hamburger SV. Und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Nee, Flanke kam gut. War aus der Zweite, aber Ecke. Da passt der Verteidiger auf und sagt dann, nö, an mir kommst du da nicht vorbei. Kurze Ecke. Hereingabe in die Mitte. Gute ja. Kopfballchance. Aber muss ich sagen, die Hertha hat sogar einen Meter verschossen. Wie gesagt, eine Person von Mason Greenwood, der da nie ein bisschen zu hoch angesetzt hat. Super dazwischen gegangen. Buschi, ein Wort zur bisherigen Saison. Ja, mit einem Wort. Überragend. Spielen richtig guten Fußball und legen zu Recht auf Platz 1. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Ja, wieder nachgesetzt und. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun hat. Nächstes Spiel Leverkusen. Dann geht es gegen Leverkusen. Er ist frei, da kann was draus werden. Ball kommt. Neuer macht zu. Oh, Neuer! Ich glaube, das war Neuer, dass er mit dran war. Die Ecke kommt. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht ins Stocken. Es gibt Neuigkeiten zum Spiel in der WBK. Da hat es einen Treffer gegeben. Und jetzt kommen die Schalker mit dem Konter. Marco Rich. Das könnte aber noch eine Karte geben. Dankeschön dafür. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ballverlust. Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiff. Spiel geht erst noch weiter. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. 9 Minuten Arnold. Sind hier noch zu spielen. Paulinho. Na! Ah, der kommt nicht an. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Oh, da ist er durch! Adams! Neuer. Von Manuel Neuer. Ach, ganz stark vom Nationaltorhüter. Maximilian Arnold. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Da ist die Flanke. Und die Situation ist wieder bereinigt. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Und Baku, Konter. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben. Eine Minute. Oh, dann pfeift er mit den Angriff von Coutinho weg. Keine Karte über zwei, weil alle, weil seitdem das Spiel nicht mehr angepfiffen wurde. Also, nach dem knappen Sieg gegen die Bremer gab es heute dieses 3-0 in Berlin. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Super Leistung, hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren. Kann man sich schon mal freuen. So, Hausaufgabe in Berlin gelöst. Und wir gewinnen 3-0, obwohl die Hertha eigentlich die bessere Mannschaft war, was die Statistik damit betrifft. Ist mir aber auch herzlich egal. 3 Tore sind 3 Tore. Am Ende ist es dann eh wurscht. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter. Oder beziehungsweise, vielleicht geht's dann weiter. Mal gucken. Mit dem nächsten Spiel. Vielleicht machen wir auch erstmal Transfers. Ich weiß es noch nicht. Bis dahin und tschüss.